gähnende Leere am Nürburgring. Normalerweise würden hier jetzt 80.000 Musikfans um die Wette grölen. Doch Rock am Ring ist abgesagt. Ursula Schmitz gehört ein Hotel um die Ecke. Das wäre zu dieser Zeit komplett ausgebucht. Hier wären über 100 Hotelgäste bei uns im Haus. Und Sie sehen ja jetzt selbst an den Schlüsseln hier, im Moment sind gar keine Gäste da. Der Nürburgring ist einer der Wirtschaftsmotoren in der Eifel. Durch die Corona-Krise ist er abgewürgt. Sämtliche Großveranstaltungen wurden abgesagt. Das merken Veranstalter, Hoteliers, Tankstellen und Imbissbesitzer. Hier der Imbiss. Wir fehlen 5.000 Euro Umsatz am Tag. Gestern hatten wir 240 Euro. Ja, krieg ich ja gerade mal Personal mitbezahlt. Die Bundesbank erwartet in diesem Jahr deutschlandweit einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 7,1%. Die gute Nachricht aber, für 2021 rechnen die Volkswirte schon wieder mit einer deutlichen Erholung und 3,2% Wachstum. Der Grund, das Konjunkturprogramm und die Hoffnung auf einen Impfstoff. Einen Lichtblick gibt's auch im Hamburger Hafen. Am Morgen läuft das größte Containerschiff der Welt, die Algeciras, ein. Der Containerumschlag ging zuletzt in Deutschlands größtem Hafen deutlich zurück. Durch diese Corona-Pandemie hat die Wirtschaftsleistung natürlich nachgelassen und damit auch die Transportleistung. Ist schon wichtig, dass das Schiff hier nach Hamburg gekommen ist. Immerhin ein Schritt, damit die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen kann. Der Megafrachter ist auf Jungfernreise, wird künftig zwischen Europa und Asien hin und her pendeln.